Hallihallo, meine lieben Freunde, willkommen zu einer weiteren Folge von The Battle Cats. Weiter geht es hier in dieser Mission auf zu Stardust Street. Ich denke, oh, ich hätte eine. Verdammt, ich wollte die Psycho-Cat doch austauschen gegen Hacker-Cat. Mist. Ja, ich glaube, hier haben wir auf jeden Fall noch ziemlich viel Potenzial, wie wir weiterkommen könnten. Wie viele Gegner hier gerade sind, holy moly. Ja, Meta, nochmal vielen Dank für die ganzen Cats, die du mir genannt hast. Natürlich auch alle Dank an alle anderen, die da natürlich Kommentare geschrieben haben. Selbstverständlich. Er hat auch noch dazu geschrieben, das sind alle Katzen, die du zum Zeitpunkt des Videos hast und auf jeden Fall nützlich sein werden. Die nicht genannten hast du entweder schon im Team oder sind einfach schlechter. Von der Liste kannst du dir die raussuchen, von denen du denkst, dass du sie am meisten brauchst. Ja, werden wir auf jeden Fall dann tun bei Gelegenheit. Danach kannst du den Rest aus der Liste abgeben. Ich würde dir die Rocker Cat als zweiten Meat Shield neben Tank Cat empfehlen. Rocker Cat als Meat Shield? Jetzt habe ich drei drin, oder was? Aha. In Schwert Aliens tauschst du die gegen Rover Cat aus. Gegen Rover Cat ist halt gut gegen die Aliens. Da ist ein Dicker. Ich hätte viel früher noch in meine Beachheads nutzen sollen. Da ist er gefreezed! Ha, du Lappen! Weg mit dir! Verschwinde! Oh, der macht ja Schaden. Oh, tot. Na gut. Ja, mit vielen Fleischschilden geht das schon gut nach vorne, ne? Schöne Fleischschilde, Leute. Und Thomas brüllt mich an. Du musst auf jeden Fall die Norman Cat verbessern, die Wohnung, die Master Cat, wenn nichts so stark, die Manning Robbie Cat Quest Tank ist die stärkste Karte im Spiel. Alles in Großbuchstaben. Mushroom Cliff, let's go. Okay, auf zur Folge 41. Dim, auch wieder 60 Kommentare. Brudis. Oh, schwarze Hallöchen. Nein, die kleinen Stummelbeinchen. Seht ihr sie? Könnt ihr sie sehen? Die kleinen Stummelbeinchen. Das war allein die Präsenz von dem Faultier. Guck mal kurz rum, was da geschrieben, was da passiert ist. Na, Moment, ich hör's. Ich hab das Gefühl, es ist irgendwie noch langsamer geworden, das Game gerade. Also. Ah ja, als ich geschrieben habe, das Game ist langsamer, meinte Meta, jo, es liegt an dem Faultier. Ach verdammt, ich wollte doch die Psycho-Cat, die Alien-Cat nicht nutzen. Zuma-Cat macht den Ultraschaden gegen fliegende Gegner, also ist mein so richtig krass hier und die ist ziemlich schnell, Single-Target. Okay, lass uns gleich mal nach dieser Mission die Surfer-Cat nehmen. Und die Surfer, Alter, 22.000 Charme, ist schon geil, ne? Nein, das hätte ich nicht tun sollen. Mist. Egal. Ich könnte einfach mal on mass unser Money upgraden. Alter, der Schaden, das ist so krank von den Dancing Flasher Cats. Ah ne, das ist die Hip-Hop Cat, oder? Boah, ich bin schon. Ich glaube, der Typ ist die Hip-Hop Cat, ne? Der hier die seine Schwingen, seine Reden, sich so dreht. Hä, was ist denn das hier dann gewesen? Das hier ist, glaube ich, die Psycho-Cat gewesen. Die Hip-Hop-Cat und das hier ist aber auch die Hip-Hop-Cat gewesen. Gott, ich muss noch mal kurz sagen, ich habe ein Defizit. Ich habe ein Informationsdefizit. Das müssen wir sofort beheben. Das ist die Hip-Hop-Cat und die Figure Skating-Cat. Okay, das sind unterschiedlich gewesen, alles klar. So, Server-Cat. Aber hat nur gegen Fliegen die Gegner, ne? Aber immer besser als Psycho-Cat. Oder? Weightlifter-Cat soll auch gut sein, habt ihr mir in den aktuellen Kommentaren geschrieben. Swimmer-Cat soll auch gut sein. Ich kann hier nicht alles mitnehmen, Leute. Ich weiß nicht, was ich alles mitnehmen soll. Und das ziehen wir ins Single-Target. Okay, Lass mal die Surfer-Cat mitnehmen. Tauschen wir auch aus. Also vertauschen wir.
Und dann werden wir unsere Surfer-Kette, die ich dabei habe, mal eben aufleveln. Ich hätte gern so ein. Kann ich danach suchen? Kann ich, ne? Ah! Geil! Ja, kostet überhaupt nicht viel Erfahrung oder so, Alter. Die Castaway Cat, Alter. Gleich direkt. Nee, Total Level 30? And Cat Fruit. Die Feral Cat. Soll man die noch evolven, wenn ich denn mal was hätte? Also, die habe ich auch. Die brauche ich noch zwei Stück. Hier brauche ich noch einen und die epische brauche ich auch noch. Ja, genau. Epic Cat Fruit. Gönn dir. Gönn dir. Geh weg, Alter. So, was haben wir hier? Über Rare Cats. Ah, super. 1400. Let's go. Und was haben wir noch bekommen? Leadership. Okay, dann können wir mal upgraden. Dann war es das mit unserer Erfahrung gewesen, ne? Ja. Ach, vorbei, es geht schon, wa? Nein, sie ist gleich weg. Ich würde lieber Kronos aufrüsten, oder? Mit Ghidorah nutze ich eher weniger. Mann, ist das teuer! Scheiße. Okay, ich habe keine Erfahrung mehr. Schön gelevelt für, oder schön gefarmt für Monate und dann verloren. Ja, schon wieder? Achso, 1410. New Cactuar muss. Upgrade Units to increase your... Achso. Ja gut, Cassie ist einfach mal stärker geworden. Frontier Spirit, let's go. Jetzt haben wir Swimmer Cat dabei, die werde ich gleich mal vorschicken. Einfach, let's go. Rudolf! Ja, okay, ob die jetzt schnell ist. Bruder, Alter. Einfach voll die Fahne ins Gesicht gedrückt. Rudolf hat einfach kein Leben. Aber er macht auch eh Schaden, das ist ja unfair. Alter Rudolf, relax mal ein bisschen. Rudi. Hat leider auch eh Schaden. Ungeil. Oh, da waren noch ein paar mehr da hinten. Rudi, stirb doch mal. Gib mir deine Erfahrung. Gib mir dein Gold. Ich glaube, der bringt ziemlich viel, oder? Wenn er mal abnippeln würde. Aber mir wird er keinen Bock abzunippeln, oder? Alter, wie oft kann ich den zurückhauen? Okay, hab irgendwie gefühlt nichts gebracht. Ah, okay, es ist erstmal Level 30. Ist 30 das Maximum? 30 bis 50 gibt's, glaube ich, ne? Ich glaube 30 ist Maximum. Die man normal leveln kann. So, schauen wir bei Minute 10,7 weg. Was war denn bei 10,7? Ach, egal, will ich gar nicht wissen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt echt noch die Thieve Cat dabei gehabt. Holy moly, war ich bad. Sagst, maximale Level der Special Skills ist 10+. Du kannst sie danach zwar noch ziehen, allerdings kannst du sie gegen goldene Tickets tauschen. Das ist voll geil. Nach 5 Mal kriegst du ein goldenes Ticket. Deswegen sind die Ticket-Stages für später sehr wichtig, um goldene Tickets fahren zu können. Das ist auf jeden Fall mega geil, oder? Alter, 3 Rudolfs? Relax mal, Rudi. Nice, immer zweimal, das ist gut. Kersli, bleib doch stehen. Oh, nice, tot. Ich habe bestimmt 50 Milliarden Gold gerade dafür bekommen. So, ja, nein, ich rede jetzt. Tadej hat das gerade geschrieben, ne, mit den 5 Dingern gegen goldene Tickets vertauschen. Das ist auf jeden Fall cool, habe ich auch schon eins gemacht. Also ein 20% im Prinzip. Also 5 Dinger sind 100%. Ich habe schon einen Skill, oder das haben wir letztes Mal gemacht zusammen. 20% oder 40% sogar schon. So, das war's gewesen mit dieser Stage. Auf geht's zu... Achso, die roten sind die hier gewesen. Das meinte er vorhin. Ja, Squishy Cave, let's go. Was haben wir hier für eine Schwierigkeit? Wo fängt's an? Es fängt mit Veteran an. Ist klar, Bruder. Und hier auch schon Veteran. Pff, alles klar. Milky Tunnel.
Da stieg einfach mal 720 Energie dazu, Mann. Wie abartig ist das denn? Die Chills sind schon echt unfair, muss ich sagen. Richtig unfair. Meine Schwimmerkette ist besser als meine meisten Überrares. Die ist Tunnel Booster und Level 61, was ein komischer Flex. Ja, ich bin mal gespannt, wie Swimmer. Also, ich hab. Ah, nee, Swimmerkette. Surferkette meinst du doch, oder? Bestimmt das gleiche. Jetzt wird er auch gleich mal vor. Let's go, auf zu Folge 42. Dann haben wir nur noch bis 54. Ich würde dir gerne Tipps geben, weiß von dem Spiel allerdings nur das, was du in den Videos sagst. Oder aus den Kommentaren, wo es ja gut. Ich würde auch mal gerne Tipps geben, aber ich habe da trotzdem keine Ahnung von vielen. Ja, das ist leider so, ne? Ja, aber danke, der Flame of Dragon. Ja. Wollte ich trotzdem sagen, dass ich deine APs in denen du wirklich sehr viel Zeit bist, jetzt großartig finde. Danke! Richtig guter Typ! 56 gibt einen Filter ganz rechts und momentan bin ich schon deine Katze mit Sternen, da kannst du filtern und kann man auch Katzen per Suchfunktion eingeben. Ach, siehst du, ja. Wunderbar. Haben wir zwar schon letzte Folge herausgefunden, aber super. Hatte Meta geschrieben. Fluffy Dark Weapon. Ich bin fest davon überzeugt, dass du es jetzt schaffst und den Mondlicht hinterher. Die SOL sind sehr leicht und werden erst ab dem 13. Chapter bedeutsam schwer, schreibt. Nein, ich rede jetzt HD. Oh, die Regenbogen-Seeds bekommst du erst sehr viel später. Nur die Früchte kannst du momentan bekommen. Bei den Regenbogen-Seeds Fruit sind die Seeds wertvoller und schwieriger zu bekommen als die Fruits. Aber genau andersrum als bei den einfachen Früchten-Samen. Ach, weiß ich schon, den kriegen wir irgendwann. Ich empfehle dir wirklich nicht Kronos True Form allgemein, Almighty, deren True Form ändert gefühlt nichts. Kronos ist ja zum Freestyle und nicht wirklich als Attacker. Es gibt bessere LD. Hat das LD? Keine Ahnung. Mit eurem Fachchinesisch. Und Kronos ist halt nur Free Support, ihre True Form hat, ist auch nicht leicht zu bekommen. Ist deadly, ich glaube nicht, dass du es jetzt schaffst. Also die Mühe ist einfach nicht wert. Okay. Thomas schreibt mich schon wieder an. Benutzt die Capfood bei den Super Über und Epic Fest, also jetzt! 5 Ausrufezeichen. Finde ich nicht fair, Leute. Finde ich nicht in Ordnung. Man schreit gerne andere Leute an. Macht man nicht. Alter, wie viel Geld man hier einfach kriegt. Easy. Wie viel Geld man hier kriegt. Du brauchst unbedingt Meat-Shatter 3 oder 4 empfehlenswert, schreibt Anna. Macho Cat, Tank Cat, Boogie Cat und wenn du schon bereit bist, den Crazed Macho Cat. Ja, aber dann Crazed Cats. Keine Empathie für Neulinge. Nice. Bro, Pulver Superfest, Junge. Evangelion Pack ist schlechter aus. Redem Superfest kommt zweimal im Jahr, also. Hat M. Cyclone Raute geschrieben. Ometa schrieb darauf, trotzdem kommen die Katzen aus Evangelion höchstwahrscheinlich nie wieder, während die Katzen aus Superfest in Über- und Epicfest. Oh, guck mal, da war Fliegende! So, vergeht los! Los, töte sie! BAM! 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 Alter, ihr macht die ja richtig kaputt! Ey, was ist denn los, Surfer Cat? Schon auf Level 30 geboostet? Trickst einfach mal jenen in den Arsch oder was? Alter, guckt euch das an! Hat einfach BAM gemacht! Oh nein, Cassies Angriff ist gecancelt worden. Ja, mit zwei Flaschen, mehr Meat-Shards funktioniert schon wunderbar. Dann ist das ein bisschen einfacher, auf jeden Fall. Da haben wir uns Bling-Bling gemacht. Catburger ist einfach nur typischer 75 Cent Meat-Shard. Ja, ist halt günstiger Meat-Shard, ne? Okay,
Okay, let's go auf zu Folge 43. Nichts, dann bekommen wir nur Erfahrung. Nur Erfahrung. Der Wind bläst, Leute. Er bläst euch. Eine gute Strategie kann sehr viel verändern. Jede Katze ist anders. Das perfekte Team gibt es nicht, schreibt Thomas. Was? Aber ihr fragt mich doch auch immer im Bloons Tower Defense 6. Was ist die beste Katze? Das fragt ihr mich doch auch immer. Also darf ich das doch auch mal machen. Okay, ich auf. So, Megidorum war auch schon Level 9, da kann man nicht viel erwarten. Info, die Stats-Verbesserung von Level 23, 24 ist zum Beispiel von viel höher als die von 3 auf 4. Da will ich aber hoffen, wenn es teurer ist. Das heißt, ein einziges Upgrade einer Katze mit einer viel stärkeren Stats-Steigerung, je höher die Katze. Ja, gut, das ist ja logisch, ne? Das ist schon irgendwie Standard. Mach sie kaputt! Danke. Oh, ich wollte die setzen. Versucht die Zombie-Stages aus Into the Future nicht, die sind echt ziemlich schwer. Okay, mache ich nie wieder, ist kein Ding. Ich hör auf damit, ja? Isaac Boris, ich lasse es. Ich mache einfach gar keine Zombie-Stages in Into the Future. Ist okay. Mache ich niemals. Wie viel Geld man hier hat. Kannst du an den Wochenende 4 XP fahren mit den ganzen Ladderships, das ist richtig. Aber auch an manchen anderen Tagen, wenn das Event drin ist, Weekend XP Stage oder so müsste es heißen. Jo, also wie gesagt, die Events, die Wochenende Stage ist schon echt geil. Die bringen super viel Erfahrung. So. Dann schreibe ich, ach, über die Zeit kriegt man über die Manzi-Mission schon genug XP, denke ich. Also man kriegt schon wirklich vieles, muss man sagen. Aber Flammenlöwe schreibt, na, denke ich nicht wirklich. So, machen wir noch Juvelin-Killer. Juvenile-Killer. Man braucht nämlich noch XP für True-Songs, ein Million für über 500.000 für Super-Rare und ich glaube 200.000 für Rare. Man braucht auch noch XP für Level mit Regeln, wenn man zu schwache oder wenig Level Einheiten hat. Da braucht man 1,500 XP, um überall auf Level 30 zu leveln. Und bei Super-Rare sind auch noch 500.000, also wird wahrscheinlich schwer, wenn man viel auf die Arbeit nimmt. Alter, Leute. Ey, da ist wieder... Okay, da ist ein Punkt drin. Das ist ein Punkt. Das ist okay. Leute, macht doch mal ein paar entspanntere Sätze. Kurz, prägnant. Oh, hat einer geschrieben, dass ich noch das Spiel Castle Crashers Let's Play. Das habe ich natürlich schon gemacht. Ice Fury Leon, na klar. Gerne auf meinem Kanal gucken, da sind ganz, ganz viele Projekte. Ich habe super viele Let's Plays, kein Ding. Das Spiel ist ursprünglich japanisch, es gibt nur japanische, koreanische, taiwanische, englische Versionen. Das ist schade, dass es das nicht auf Deutsch gibt, aber gut. Ich meine, ich komme glaube auch ganz gut klar damit. So, damit haben wir Folge 43 gelesen. Immerhin ein paar Folgen. Diese hässlichen Ameisenbären. Komm, Cassie, töte sie. Sofern du rankommst. Ah, sehr gut. Das freut mich, Cassie, dass du angreifen konntest. Und nochmal, da kann ich mal ein bisschen... Naja, das ist so lächerlich, wie viel Erfahrung die teilweise geben. Bin ich einfach ultra rich. Was soll ich ja. Easy peasy. Gut, dann haben wir wieder vier Folgen vorgelesen in 2 Folgen. Also, wenn das so weitergeht, dann bin ich auf jeden Fall irgendwann mal up to date. Wird nicht mehr lange dauern. Ey, Cassie, jetzt habe ich leider nicht auf den Chart von Cassie geschaut. Schade, wir haben sie ja 5 Stufen höher gestuft. Ich weiß den Schaden gerade nicht. Oh, wir haben eine Mission abgeschlossen. Clear 10 Story of Legends. Nice, ein Cat-Ticket. Und ich habe nochmal Owl Brawl, also die Eule, gekillt. Coole Sache. Noch irgendwas Neues? Defeat Unidentified at Legend Stories. Okay, also hier muss ich noch weiterkommen, um weiterzumachen. Weil dann kriege ich nämlich 800.000 Erfahrung, wenn ich noch 2 kille. Das heißt, vielleicht sollte ich doch demnächst weitermachen. Aber es geht noch 22 Tage, es passt schon. Aber mir dauert es noch 22 Tage, die monatliche Mission. Bis dahin bin ich sicherlich ein bisschen weiter, dass ich die identifiziert habe, um sie killen zu können. Guck mal, liebe Freunde, ich danke auf jeden Fall für eure Zeit, Kommentare. Ich hoffe, es hat gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei den Battle Cats. Bis dahin. Ciao.